Hallo und herzlich willkommen zu Kunst bunter Märchen sauber, eine Aktion des Trünkeler Advents. Ich bin Simi und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist schon der dritte Advent und heute zeige ich euch das dritte Adventsvideo. Im ersten Teil des Videos werde ich euch wieder ein bekanntes Märchen vorstellen, frei nach Schloss Trünkede. Und im zweiten Teil werden wir kreativ dazu arbeiten. Kennt ihr denn das Schloss Trünkede? Das Schloss Trünkede ist mein Lieblingsschloss und es steht in Herne-Baukau. Wie ihr seht, ist das Schloss ein Wasserschloss. Es ist umgeben von Kräften und es liegt in einem wunderschönen Park. Bis Ende des 18. Jahrhunderts lebte hier die Familie von Trünkede und heute findet ihr dort ein richtig schönes Museum. Na? Erkennt ihr das Märchen? Das ist das Märchen vom Aschenputtel. Es war einmal ein reicher Mann, der hatte eine Tochter. Die Tochter war sehr freundlich und wunderschön. Sie lebten in der Villa Forel. Der Vater heiratete dann ein zweites Mal, aber die neue Frau, die war alles andere als lieb. Sie war sehr boshaft. Und sie hatte zwei Töchter und die waren genauso böse wie die Mutter. Nach der Hochzeit fing für das schöne und freundliche Mädchen eine furchtbare Zeit an. Sie musste die ganze Arbeit im Haus machen. Und die neue Frau und die Töchter, die machten keinen Finger krumm. Die kauften sich nur neue Kleider, standen vor dem Spiegel und sie hatten nur ein Ziel, sie wollten schön aussehen. Die schöne Tochter arbeitete wirklich den ganzen Tag. Und am Abend, wenn sie müde wurde, dann legte sie sich neben den Kamin. Da hatte sie ihre Ruhe und es war auch ein warmes Plätzchen. Aber es war auch sehr schmutzig dort, denn alles war voll mit Asche und entsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass das alte, zerrissene Kleid von dem Mädchen dann auch voll mit Asche war. Und deshalb nannten die Stiefschwestern das Mädchen Aschenputtel. Wie gemein. Eines Tages bekam die Familie einen Brief. Ein Brief vom Prinzen. Er lud alle Jungfrauen in Schloss Trünkede ein, in den roten Salon. Die Stiefschwestern gehen zum Ball. Aber Aschenputtel sollte nicht mitgehen. Und als die Stiefschwestern fertig angezogen sind, steigen sie in die Kutsche, lachen gemein und fahren zum Schloss. Aschenputtel blieb traurig zurück, denn sie durfte nicht mitfahren. Sie hatte auch kein schönes Kleid für den Ball. Sie setzte sich also neben den Kamin und weinte. Da stand plötzlich eine Fee neben Aschenputtel und die Fee hatte Mitleid mit dem armen Mädchen. Die Fee berührt Aschenputtel mit einem Zauberstab. Und das alte, zerrissene Kleid von Aschenputtel verwandelt sich plötzlich in ein wunderschönes Kleid. Und an den Füßen hatte sie zierliche Schuhe aus Glas. Die Fee sagte zu Aschenputtel: Du musst aber vor Mitternacht wieder zurück sein, denn um 12 Uhr endet meine Zauberkraft. Und dann siehst du wieder aus wie Aschenputtel. Anschließend zauberte die Fee eine Kutsche herbei und Aschenputtel stieg in die Kutsche und fuhr zum Schloss. Aschenputtel betrat den roten Salon in Schloss Trünkede. Sie sah so wunderschön aus, dass alle Menschen stehen blieben und sie bewunderten. Der Prinz verliebte sich sofort in das Mädchen und er tanzte den ganzen Abend nur mit ihr. Aschenputtel war so glücklich wie noch nie in ihrem Leben und sie merkte nicht, wie schnell die Zeit verging. Plötzlich war es nur noch wenige Minuten vor 12 Uhr und Aschenputtel erschrak und sprang auf. Der Prinz rief: Warte doch, du hast mir deinen Namen noch nicht gesagt. Aber Aschenputtel lief so schnell sie konnte die Schlosstreppe hinunter und dabei verlor sie einen Schuh. Um 12 Uhr war der Zauber tatsächlich zu Ende und Aschenputtel sah wieder aus wie vor dem Ball. Sie hatte wieder ihr altes, zerrissenes Kleid an und die Stiefschwestern kamen vom Ball nach Hause und sahen,
wie Aschenputtel vor dem Kamin schlief. Ja, so wie immer. Der Prinz aber suchte überall im Schloss nach Aschenputtel. Auf der Treppe fand er tatsächlich ihren Schuh. Da hatte der Prinz eine Idee. Ich will mit dem Schuh nach Aschenputtel suchen. Alle Frauen sollen den Schuh mal anprobieren. Und wenn der Schuh passt, dann habe ich die richtige Frau gefunden. Nur diese Frau soll meine Frau werden. Am nächsten Tag reiste er mit dem Schuh durch das Land. Und bald schon stand der Prinz vor dem Haus, in dem Aschenputtel wohnte. Er klopfte an. Die Stiefschwestern stürzten sich auf den Schuh. Sie wollten ja beide den Prinzen heiraten. Die ältere Schwester rief: Er passt mir. Sie probierte den Schuh an, aber ihre Ferse war viel zu dick. Die jüngere Schwester rief: Mir passt er bestimmt, ich möchte ihn anprobieren. Sie probiert den Schuh an, aber ihre Zehen sind einfach zu lang. Der Prinz fragt: Seid ihr die einzigen Mädchen hier im Haus? Und die Schwestern antworteten: Es gibt nur noch ein Aschenputtel, aber das ist unsere Dienstmagd. Die soll trotzdem mal den Schuh anprobieren. Aschenputtel probierte den Schuh an. Und was glaubt ihr? Der Schuh passte. Auf einmal kam auch die Fee wieder herbei und zauberte das herrliche Kleid herbei. Und jetzt erkannte der Prinz das schöne Mädchen vom Ball wieder. Die Stiefschwestern waren sehr wütend. Du hast uns den Prinz gestohlen. Er wollte eigentlich einen von uns heiraten. Aber Aschenputtel saß schon in der Kutsche, die sie zum Schloss bringen sollte. Keiner interessierte sich mehr für die boshaften Schwestern. Und einige Zeit später feierten der Prinz und das schönste Mädchen im Land eine prächtige Hochzeit. Natürlich im roten Salon des Schlosses Strünkede. Das war das Märchen vom Aschenputtel. Ihr Lieben, und jetzt geht's los mit unserer Kreativaktion. Wir gestalten heute den Schuh von Aschenputtel, so wie wir uns vorstellen. Ihr könnt das Video jederzeit pausieren. Das heißt, ihr drückt die Pause-Taste. So schnell wie ich müsst ihr nicht sein. Ihr braucht ein bisschen Papier, um den Tisch abzudecken. Ihr könnt auch einfach Zeitungspapier benutzen. Einen Schuh, einen kleinen Haushaltsschwamm, eine Schere, Pinsel, Farben aus der Tube oder Wasserfarben, eine Kleberolle, eine Feendose oder einen alten Fruchtzwerg, Holzleim und Goldfarbe. Die Gipsbinde, die zerschneidet ihr in ungefähr 10 cm lange Stücke. Und ihr braucht natürlich noch etwas Wasser. Und viel bunten Edelstein-Krimskrams. So hat Aschenputtels Schuh, den sie verloren hat, mit Sicherheit nicht ausgesehen, stimmt's? Sie trug bestimmt hochhackige Schuhe, vielleicht so hohe. Müsst ihr mal gucken, was ihr zu Hause habt. Ihr nehmt also jetzt die Rolle und schneidet euch ein großes Stück, langes Stück ab. Lieber ein bisschen zu lang als zu kurz. Und dann fangt ihr an, außen am Schuh, drückt das an, hier unten, um die Rolle herum und auf der anderen Seite wieder an den Schuh dran. Dass es erstmal hält. So könnte ein High Heel ja ausgesehen haben. Und das Ganze macht ihr gleich nochmal, aber in die andere Richtung. Dann geht's weiter mit den Gipsbinden. Ihr nehmt die Gipsbinde an den Seitenenden und die Gipsbinde hat eine raue und eine glatte Stelle. Die raue Stelle, die kommt nachher nach unten, weil da am meisten Gips dran ist. Ihr taucht also von oben in die Schüssel ein und zieht das genauso wieder raus. Und dann schmiegt ihr diese Gipsbinde an den Schuh. Ihr verreibt ein bisschen hier oben, dass es sich anschmiegt. Das wiederholt ihr jetzt ein paar Mal, bis der ganze Schuh bedeckt ist. Wichtig ist, dass ihr die Seite offen lasst, wo es in den Schuh reingeht. Ja?
Und schaut, dass ihr immer ein bisschen überlappend arbeitet. Also nicht nur nebeneinander, sondern immer ein Stückchen von der alten Gipsbinde überlappt, damit es schön stabil wird. Und dann kommt die zweite Lage. Also ihr macht das Ganze noch einmal, dann ist euer Schuh nachher ein bisschen stabiler. Schaut, dass ihr den Übergang des Stöckels von eurem Schuh zum Absatz auch mehrfach bearbeitet und guckt, dass ihr alle Löcher schließt, die da vielleicht noch irgendwo auftauchen können. Und wenn ihr das fertig habt, den wunderschönen Schuh, ich finde, der sieht schon ganz toll aus, dann verstreicht ihr den Schuh noch schön, dass die Netzstruktur von der Gipsbinde nicht mehr zu sehen ist. Dass es eine glatte Oberfläche gibt. Ein bisschen sieht man es wahrscheinlich noch. Also ärgert euch nicht, wenn da so ein paar kleine Löcher irgendwo noch auftauchen. Aber guckt mal, müsst ihr so ganz sanft drüber streichen, also nicht zu grob, sonst wischt ihr das alles wieder ab. Ja, dass es schön eingeschmiegt ist. Und diesen Schuh, den müsst ihr jetzt trocknen lassen. Das dauert. Also auf der Heizung geht es ein bisschen schneller. Ihr könnt natürlich auch föhnen, aber ich würde einfach einen Tag warten, dann ist es steinhart. Und Hände waschen, jetzt. So, als nächstes könnt ihr den Schuh grundieren. Und ich empfehle euch, wirklich viel Weiß zu benutzen und möglichst wenige Farben, damit ihr es einfacher habt und nicht alle Farben nachher vermischt einen braunen Schuh ergeben. Ich habe mich jetzt für Rot entschieden. Da mache ich mir einen kleinen Tupfer auf das Blatt. Dazu, wie gesagt, noch ein bisschen Weiß und ein bisschen Gelb. So, und dann geht ihr mit dem Schwamm, mit einer Ecke, ein bisschen eine Farbe und fangt an, den Schuh zu grundieren. Dann ein bisschen in Weiß, dann ein bisschen in Rot, dann ein bisschen dunkleres Rot. Müsst ihr gucken, was euch gut gefällt. Und ruckzuck ist der Schuh grundiert. Achtet darauf, dass alle weißen Stellen einmal überarbeitet sind. Könnt ihr überlegen, welche Farbe die Sohle bekommen soll. Meine wird jetzt mal nur rot und weiß, also rosé. Und welche Farbe der Absatz bekommt. Ihr könnt selbstverständlich auch Gold benutzen. Und dann geht ihr hier auch rein und überlegt, also mein Schuh hat zum Beispiel jetzt eine goldene Sohle. Dann könnt ihr einen Pinsel nehmen und auch mit Gold den oberen Rand einfach nur auftupfen, dass er golden schillert. Wie ihr das macht, bleibt euch überlassen. Ihr seid frei, euren Lieblingsschuh so zu gestalten, wie ihr ihn euch vorstellt. Ich nehme jetzt auch ein paar dunklere Farben mal mit dazu, zum Beispiel ein dunkles Blau. Und werde damit noch Feinheiten einarbeiten. Mir schwebt zum Beispiel vor, dass es einen Perlenbesatz gibt rund um den Einstieg des Schuhs. Und dann tauche ich ganz feste in die Farbe ein und tupfe von oben ganz leicht mit dem Pinsel drauf und tauche wieder ein und tupfe auf, dass es wie so einen Effekt gibt, als wären da gerade so Perlen oben am Leuchten, die blauen Perlen oder Edelsteine werden oben am Leuchten. Vielleicht ist es ein Saphir, ne? Könnte ja sein. So habt ihr ein Ornament geschaffen. Ein Ornament ist eine Form, die sich immer wiederholt. So entsteht ein richtiges Muster. Und ich habe auch beschlossen, dass die Sohle von meinem Absatz dunkler wird, also dunkelblau wird. Streiche ich die mal auch mit so einem Dunkelblau an. Ich kann auch mit dem Ende von meinem Pinsel was reinritzen. Könnt ihr auch mal ausprobieren. Super ist auch, wenn ihr zum Beispiel Linien machen möchtet. Also ich mache jetzt mal die ganz unterste Linie von der Sohle. Und ich kann natürlich auch noch andere Farben benutzen.
Dann können wir zum Beispiel der Sohle eine Riffelstruktur geben, dass man nicht so leicht ausrutscht. Und natürlich könnt ihr jetzt mit eurer Edelsteinkiste noch ganz tolle Effekte erzielen, indem ihr einfach Edelsteine oder Glitzer aufbaut. Dafür nehmt ihr den Holzleim, macht euch einen schönen Fleck drauf. Danach, also wenn es aufgeklebt ist, einfach super trocknen lassen, versprochen. Ganz große Edelsteine, von denen muss ich abraten. Die halten leider nicht. Die könnt ihr dann aber verschenken. Zum Beispiel. Und eben in den Schuh reinlegen. So, ihr Lieben, fertig. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der Aktion und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei wart und mitgemacht habt. Wir sehen uns wieder in einer Woche am 4. Advent. Am 4. Advent erwartet euch wieder ein neues Märchen und natürlich eine neue Kunstaktion dazu. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch schenkt, das Video teilt mit all euren Lieben, dafür sind die Videos gemacht. Und wenn ihr uns ein Foto zusenden könntet von eurem Kunstwerk. Auf meiner Internetseite www.simonesonnentag.de könnt ihr die Bilder ganz leicht hochladen. Ihr könnt sie mir auch über E-Mail schicken oder über WhatsApp. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns nächste Woche. Eure Simi.